Tag, liebe Freunde. Ich bin es, euer aller Freund, denke dran, Just. Und ich will euch was erzählen über, Ja. Ich will euch was erzählen über, Worüber sollte ich sprechen, Clementine? Ich hab's vergessen. Ach, du solltest heute reden über ein gewisses Gefühl, dass du und ich und alle haben von Zeit zu Zeit. Du meinst krank? Soll ich hier über Kranksein sprechen? Nein, denke dran, es handelt sich um ein schönes Gefühl. So, ja, Und wie spürt man das Gefühl? Mit den Zehen, den Augen, dem Haar? Ja, nein, ich meine, du kannst das Gefühl mit deinem ganzen Körper fühlen, dem ganzen Körper. Aber ganz besonders fühlst du es mit dem Herzen. Dem Herzen? Das ist gar nicht so leicht zu raten. Und vielleicht habe ich es noch nie gefühlt, Clementine. Oh, denke dran, du hattest es schon. Denn das Gefühl hat jeder Mensch für seine Mutter, für seinen Vater, vielleicht auch für sein Lieblingspferd. Und denke dran, du verspürst es auch für einen ganz besonderen Freund. Lass mich nachdenken. Geht's auch bei einem Apfel? Ja, kannst du es auch fühlen für einen Apfel oder deine Lieblingswanderschuhe? Ja, das geht wohl auch. Na, dann habe ich nicht die geringste Ahnung, wovon du hier überhaupt redest. Ach du, du dummer, denke dran, ich spreche von L-I-E-B-E, Liebe. Liebe? Warum sagst du das nicht gleich, Frau? Ich weiß viel über Liebe. Ach, wirklich? Wusstest du das denn nicht? Ich habe eine Menge Liebe in mir drin. Oh, Pfunde und Zentner, Tonnen von Liebe. Ich habe sogar eine besondere Art, zu zeigen, wie ich jemanden liebe. Ist das wirklich wahr? Wie? Na, so. Juhu! Ja, ja, mein Liebling, ich liebe dich. Mein Liebling. Süßer ja, Kerl. Ja, ja. Ach, Clementine. Ja? Worüber wollte ich denn nur sprechen? Oh. Ich glaube, es war irgendwas mit dem Herzen.